Hallo und herzlich willkommen zurück zur 26. Folge von Project und. Iron Skies 2. Oh yeah. So, folgendes. Ich habe ein bisschen die Resonant Energy Flux Duck gemacht. Sind ja im Endeffekt nicht so teuer gewesen. Mal gucken, ich habe Energy. Ich habe hier noch 19 und hier habe ich noch 55. Also wir haben genügend. Und ich habe einmal von hier nach ganz hinten einmal durchgelegt, die ganzen Dinger. Kleiner Tipp, falls ihr euch gewundert habt, warum ich am Ende der letzten Folge außer Strom war. Ich habe übrigens das Ding fertig gecraftet hier, die Redstone Energy Cell. Kann ich mal ganz kurz mal zeigen. Da. Ist ja im Endeffekt nicht teuer. Ne? So, es ist folgendes. Wenn ihr... Mensch, ich habe es vergessen. Wir hatten vorher... Ich will euch nochmal das System erklären, dass ihr es für die, die es vielleicht noch nicht wussten. So, ich nehme mal hier kurz das Lied. Ups. Lied. Nicht das Lied. Tschüss. So. Und zwar, wir haben ja hier. Geh weg. Folgende Konstruktion. Wir haben hier ein Mac. Mein Lauer hin. Was? Schon wieder. Ah, wartet. Sag nicht, wir haben schon wieder. Ja, aber Kobbel ist drin. Was? Hier wird's wieder langsam. Was? Wo ist die Lauer hin? Nun gut, I spotted a problem. Aber darum werden wir uns gleich dann noch kümmern. Jedenfalls, wir hatten vorher ja hier, da wo jetzt die Redstone Energy Dinger sind, diese Flugstakt. Jede von den Leadstone kann 200 F pro Tick transportieren. Wir produzieren hier mit 120. Und folgendes ist: Jeder Input bzw. Output kann maximal 200 F zulassen. Intern ist es egal. Das heißt, wo wir hier die ganzen Leadstone hatten, konnte jeder alles aus dem Magmatic Dynamo aufnehmen und es mitnehmen. Konnte halt am Ende nur outputten 200. Es sei denn, wir machen folgendes. Wenn wir jetzt irgendwie sowas haben, dass wir von zwei Seiten in ein Ding reingehen, können wir natürlich hier 200 abzwacken und da 200 abzwacken. Das hat funktioniert. Das Problem war aber, ich bin nach hier hinten mit nur einer Leadstone gegangen. Das heißt, hier an dem Input hatte ich nur 200 F zur Verfügung, aber ich verbrauche natürlich wesentlich mehr im Moment schon. Und darum hat es gestern nicht funktioniert gehabt. Hier ist es ja egal, hier können wir ja die 80, die 200 lassen. Das Ding verbraucht ja eh nur 80, nee 40. Das heißt, da haben wir gar kein Problem mit. Das mal hier so hinstellen wieder. Hallo? Wo ist mein... Also, okay. Ja, das, wie gesagt, war das Problem. Ja, und jetzt machen wir folgendes. Ich habe noch was vor. Wir hoffen, dass mir hier nicht alles abfackelt. Ich mache mir hier gleich wieder Stein hin. Zur Sicherheit. Jo. Und zwar werden wir jetzt mal hier hinten ein wenig was umstrukturieren. Denn es gefällt mir nicht, dass wir so wenig produzieren. Das heißt, wir werden jetzt eine andere Energiequelle... Ist es Energiequelle? Eigentlich ist es keine Energiequelle. Eine andere Form finden, um Lava herzustellen, die noch effektiver ist als Feuer. Aber die können wir mittlerweile machen. So, jetzt brauche ich ihn erstmal. Ich habe ja auch noch ein paar Uncommon Treasure und alles mögliche. Und die Kiste da hinten läuft fast über. Wir brauchen unbedingt was, um irgendwas draus zu machen. Und zwar, ich wollte dann auch was anderes zeigen, was wir dann auch noch gleich umsetzen werden. Erst einmal wollte ich gerne meine Säge haben. Machen wir ganz kurz ein paar Mikroblöckchen. So, die kleinsten Mikroblöckchen. Also die kleinsten Strips-Dinger da. So, okay. Warum mache ich das? Ganz einfach, damit wir da nichts rausfließen lassen können. Und jetzt brauchen wir Pyrothium. Und zwar einen Eimer davon. Und das kriegen wir aus 4 Pyrothium. Das ist einfach... Hammer sogar, Wahnsinn. Ich habe doch hier auch nochmal Fluid Transposer, ne? Jawohl. Schwupp.
So, und dann ein Eimerchen. Alles klar, wir haben Blazing Pyrosium. Blazing Pyrosium ist so ziemlich das heißeste, was es auf der Welt gibt. In der Welt von Minecraft. Und genauso macht sich das auch bemerkbar, wenn ihr es dann nutzt. Ich mache hier gleich nochmal ein bisschen auf. Problem ist, hier ist wieder eine Barrel. Ich habe Angst, dass mir die gleich abfackelt. Können Barrels brennen? Ich weiß es nicht. Hier unten wieder dicht. Und hier muss ich auch erstmal dicht machen, damit es hier nicht rausfließt. So, und dann machen wir unten einfach mal so ein paar Strippen hin. Dann kann das Zeug nicht hier rausfließen, aber wir können praktisch von hier hin ran und zum Notfall wegnehmen. Und jetzt mache ich mal in die Mitte was. Tada. Und jetzt werden wir gleich sehen, dass hier überall Feuer entstehen kann. Das ist der Nachteil bei Blazing Pyrosium. Aber wenn wir jetzt hier mal gucken. Wir haben jetzt hier einen Speed von 5. Hier nochmal 0, aber hier haben wir überall 5. Hier haben wir sogar 7. 7 direkt unter Blazing Pyrosium. Das heißt, wir produzieren sau viel, aber ganz schnell. Und das heißt, ich mache nochmal ein bisschen was davon. So, was weiß ich, 20 Stück. Brown Coal. Okay. Können wir auch ganz schnell machen, ja. So. Wie gesagt, das ist das Ertragreichste, was man machen kann. Ich kann auch schon mal ja nochmal. Invar, machen wir 4 Gears. Magmatic. Dynamo und dann brauchen wir noch 6 Invar. So. Kann das schon mal craften, 2 davon. Und dann müssen wir jetzt mal warten. Wie viel habe ich jetzt gemacht von Invar Gear 2 oder 4? 4, gut. Chup, chup, chup. Wir müssen ja auf die Gears dann warten und dann ist alles gut. Denn ich möchte dann gleich hier nochmal 2 mehr hinballern, wenn wir einmal dabei sind. Müssen wir mal kurz wegmachen. Und passt halt auf, Blazing Pyrosium, wie gesagt, ist das heißeste. Und wenn ihr Cobblestone in der Nähe habt, der verbrennt euch zu Cleanstone. Aufpassen. Wollte ich mal noch? Ich brauche noch mehr Essen. Komm, wir nehmen mal eine Pizza. Mmm, nom 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 nom. So. Machen wir hier nochmal die dahin. Damit wir mehr Strom haben können. Also, was heißt mehr Strom? Es bringt eigentlich im Endeffekt nicht so viel, aber ist egal. Wir haben das erste Invergear. Das heißt, jetzt gleich dürfte es losgehen. Jawohl. Geben wir die anderen beiden auch noch? Jawohl. Wunderbar. Komm, eins. Sehr gut. Zwei Magmatic Dynamo. Stimme verlässt mich. Dann müssen wir hier mal kurz cutten. Cutten. Hier ein hin. Okay, hier füllt sich Lava rein. Ja. So, dann brauchen wir jetzt Pyrothium. Also, habe ich noch Eimer? Nein. Machen wir nochmal ganz schnell. Wir können ja zum Glück Aluminium nutzen. Machen wir einfach ein paar Eimer. Zur Sicherheit, so um vorzubeugen für Zukunft. Und dann brauchen wir das nochmal. So. Pyrothium, bitte 20 Stück. Ne, 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 warum singt da noch jemand? Mensch. So. Bevor ich es wieder vergesse. Wir entfernen ja alle singenden Lieder aus der Playlist, weil, ja, ist manchmal nicht so toll im Let's Play. So, eins. Kann man die eigentlich stacken? Nein. Dann ist auch egal. Gut, dann lasse ich das Ding. Achso. Naja, dann verstopft sich das ja automatisch gleich wieder. Na gut, aber wir können ja mal ein bisschen sammeln lassen. So, warum hast du noch nicht? Hier hinten? Hier in der Mitte dürfte eigentlich auch noch nicht sein, ne? Oder? Nein. Da kommt nochmal der Eimer hin. Dann kommt hier der Eimer hin. Müssten wir hier... Genau, jetzt haben wir hier schon mal überall Blazing Pyrosium. Machen wir hier nochmal Strips. Eins, zwei... Ach, hier war schon eine. Können wir schon mal aufmachen. Oh, und das Ding ist weg. Ja. Und dann brauchen wir nochmal kurz den restlichen. Die restlichen beiden. Das dürfte jetzt hoffentlich reichen. Und dann haben wir überall einen 7er Speed. Ah ne, es reicht nicht ganz. Eins fehlt. Egal. Haben wir bei einem halt nur einen geringeren. Ist ja auch egal. Das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal. Hier haben wir jetzt einen 5er Speed. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Wunderbar. Das heißt, wir produzieren wesentlich mehr Lava, hoffe ich.
macht sich noch nicht ganz so. Doch, langsam macht sich bemerkbar. Langsam macht sich bemerkbar. Komm, wir müssen nur hinterher kommen. Aber ich glaube, der kommt hinterher. Gut. Pack ich die Strips mal wieder weg hier. Narek brauchen auch nicht mehr. Potion Generator haben wir auch noch. Und da wollte ich dann auch nochmal was austesten, aber das machen wir erstmal nicht jetzt. Genau, wir machen noch was anderes. Und zwar noch ein Upgrade. Hier hinten habe ich ja wunderschönen Salat. Ja, hier hatten wir ja vorher, hier war ja auch noch ein Impuls-Item-Duct und die brauchen wir nicht mehr. Und zwar machen wir was ganz Tolles. Wir ändern das ein bisschen. Da brauchen wir auch kein Kabel mehr hier unten. Das fällt auch weg. Brauchen wir alles nicht mehr. Und dann können wir das hier auch mal ein bisschen umändern. Denn wir bauen das jetzt ein wenig um. Redstone kann hier mal so hoch. Beziehungsweise hier nicht. Und hier oben brauchen wir dann eh nur noch Lead, glaube ich. Es sei denn, ich baue da oben halt noch extrem stromfressende Maschinen hin. So. Und zwar, wenn wir, ich mache gleich mal das Rezept fertig. Wenn wir ein Redstone zusammen mit zwei Item Duct packen. So. So, also wir packen hier einen Redstone rein und machen das Magma Crucible klein. Kriegen wir 100 Millibuckets Destabilized Redstone. Und wenn wir eine ganz normale Item Duct nehmen, also hier so eine Opaque oder eine normale, glaube ich, geht auch. Wenn wir die reinpacken, schwupp, schwupp, wird es mit Redstone gefüllt. Und wir kriegen die sogenannten Fluctuating Item Ducts. So, der mein Coden. Mit hier rein. Fluctuating Item Ducts haben den Vorteil, sie können 2000 RF transportieren. Das heißt, schon mal wesentlich mehr als so eine Leadstone. 2000 RF pro Tick haben sie als Transferrate. Ich weiß gar nicht, wie viel haben die? 8000. Also weniger, aber unweigerlich weniger. Und sie haben den Vorteil, ihr könnt nebenbei Items transportieren. Das heißt, wir können mit diesen Dingern, ich schmeiße mal hier so ein paar Fluctuating machen. Machen wir nochmal so 3 Stück. So, okay. Wenn wir die Fluctuating, wo sind da? Nein, da. Können wir jetzt hier hinpacken. Das heißt, die ganzen Maschinen kriegen Strom und können hier hinten trotzdem noch outputten. Also was wir jetzt machen müssen, einmal noch eine Verbindung machen. Das kann ein normaler Item Duct sein oder Impuls, ist egal. Und jetzt dürfen wir alles trotzdem craften können. Es wird praktisch hier eingepackt, geht ins Interface und weg. Das heißt, wir haben praktisch jetzt eine schönere Automatisierung. Wir brauchen weniger Kabelchen. Aber wir haben es kompakter, möchte ich meinen. Wir können natürlich jetzt auch folgendes mal, wir können natürlich auch noch die Fluctuating hier noch hinbauen, dass wir praktisch hier das uns sparen, direkt ins Interface gehen und hier oben auch machen, aber das wäre sinnlos. Oben brauchen wir es ja nicht. Gut, was habe ich eigentlich hier noch drin? Nix. Jedenfalls nichts Wichtiges. Muss ich mal irgendwann nochmal verarbeiten. Was haben wir hier? Oh, füllt sich auf, wunderbar. Da haben wir auf jeden Fall nochmal einen riesen Energiespeicher für unser ME-System. Das freut mich. Okay. Ich wollte euch nur mal dieses Fluctuating zeigen. Es gibt es auch für Fluids, aber da ist es teuer. Und zwar die Flux-Plated Fluiduct. Ihr braucht dafür Signalum und Elektrum. Und Signalum, finde ich persönlich, ist jetzt nicht das Einfachste. Silber, Copper und die Series dann. Ich glaube, ich habe ja welches, aber... Ja, wir haben 4 Signalum, aber... nein. Sehe ich nicht ein. So, wir haben noch eine Unclaimed Quest. Power Grid. Ach ja, der Potion Generator. Wir kriegen nochmal einen Leadstone. Yippie. Wir können die mal upgraden. Wir haben doch hier auch noch eine Leadstone. Die können wir mal upgraden. Brauche ich noch ein bisschen Invar. Ich finde das Problem. Können wir ja gleich einen Auftrag geben, bitte. Invar, so 20 Stück. Danke. So, was haben wir hier als nächstes? Culinary Generator. Dann kriegen wir einen Potion Generator, einen Multiplayer. Warte mal. Hier brauchen wir 8 von denen und eine stimmt. Nee, machen wir das mal nicht. Aber wir könnten einen Rednet, oder? Kann ich die machen? Kann ich Plastik? Rubber? Haben wir irgendwas? Rubber haben wir noch. Warte mal, aus Rubber können wir doch mit irgendeiner Maschine mehr kriegen. Da, mit Sulfur in den Induction Smelter.
Also Sulfo. Ich wusste es doch. Also ein Sulfo und zwei davon geben. Mensch. 4 plus 45% Chance, dass es noch ein fünftes gibt. Das ist doch sehr gut. Also das plus das. Habe ich noch Raubar? Nein. Rubberbar. Und zwar speichere ich jetzt mal 4 ein. Wir haben zwar jetzt auch gleich 5 gekriegt. Wunderbar. Aber machen wir 4. So. Da weiß unserem Eselteam auch, wie es Rubber macht. Und dann können wir jetzt einfach mal hier nochmal 10 Stück beanspruchen. Dann brauchen wir noch Raw Rubber. Das heißt, aus dem hier. Können wir ja gleich mal alles beibringen. Ich glaube, der puddelt das direkt aus, ne? Nein, ich kann es mir schnappen. Wunderbar. So. Okay. Ey. Und schwupp. Okay, dann. Plastik. Lö Plastik. So, 7 Plastik bitte. Können wir dann mal hier. Huch. Das wollte ich nicht. So ein bisschen nervig mit diesem Terminal. Craften wir immer das Falsche. Wir haben noch eine mit 15. Die ist noch relativ leer. Nee, ich wollte dann mal ausprobieren bei dem Potion Generator. Ich weiß nicht. Ich werde es wahrscheinlich erst morgen oder übermorgen mal ausprobieren. Weiß einer von euch, ob man in den Potion Generator auch die. Warte. Sind die nicht im normalen Minecraft drin, die Potion-Steuerung? Ach ne, die waren im Creative-Menü. Und zwar gab es doch diese... War das Weakness? Die im Endeffekt einfach nur gemacht sind aus einem Wasser, in das irgendein Ingredient reinkommt. Diese Potion, die gehen doch sicher auch, ne? Gehen die? Wie viel Strom bringen die? Würde sich das lohnen? Weil dann würde ich was wissen für eine Automatisierung. Das müsste ich aber erstmal ausprobieren. Achso, habe ich eigentlich einen Blaze Rod? Nein. So, das Ding ist fertig. Dann können wir mal kurz. Mensch. Ratch. Nett. Brauchen davon mal. Ups. So. Ein paar. Und dann so. Hat nicht genug gecraftet. So. So, wir brauchen. Mensch. Wir haben 5. Ja. Ach, der nimmt zuerst das. Er nimmt zuerst das, was im E-System drin ist. Ich gehe an das Terminal. So. Habt ihr jetzt davon? So, das. Und dann mit Redstone und Elektrum. Brauchen wir nochmal ein Elektrum. Geht ja relativ schnell. Na komm. Immer gleich ein paar mehr machen. Wobei wir eigentlich sie gar nicht bräuchten. Haben wir eigentlich Elektrum? Ne, haben wir nicht. Egal. Komm, wir machen jetzt ein paar. So. Das dürfte doch zählen. Genau, wir kriegen nochmal ein Elektrum wieder. Hat schon gelohnt. Infinite Power und wir kriegen Cryo Stabilized. Oh ja. Wie kosten die denn? Das ist. Yes. Thermal Expansions Antwort auf unendlich Strom transportieren. Und zwar die Cryo Stabilized Fluid Duct. Sieht relativ cool aus. Braucht allerdings ein bisschen was Resonant Zeug und so. Und wir brauchen Cryo Stabilized Fluid Duct. Eine brauchen wir davon. Das heißt, wir brauchen Hardened Glass. 3 Stück. Sowie Elektrum. Brauchen wir auch noch 2 Stück. Steinert. Okay. Kurz warten. Bis er mit allem fertig ist. Stimmt, die Hardened wollte ich ja auch noch machen. Können wir gleich mal. Ups. Hardened. Das wird die mal upgraden hier. Das müssen wir machen. 1, 2. Können wir die auch nochmal aufladen. Da haben wir da auf jeden Fall schon mal ein bisschen Strom.
Sehr gut. So, die springen auch langsam an. Der hier hat immer noch nichts drin, ne? Ist der verbuggt? Mach ich jetzt lieber mal nicht weg. Gibt sonst wieder Ärger. Füllt er den gerade auf? Ich glaube, der füllt den erstmal auf. Alle anderen sind ja voll. Und dann wahrscheinlich den hier. Lava dürfen wir auf jeden Fall genug produzieren, denke ich mal. So, okay. Gut. Cryo stabilized. Cryo. So, Cryo stabilized und wir kriegen die Lernhöhe vollen. Aber wir brauchen eine volle. Sellet. Ach du meine Güte. Huch, Cell. Ist es nicht Sellet? Mensch. Thermal Expansion. Wo war denn das? Thermal Foundation. Was ist da drin? Da muss doch. Bliss Powder. Hammer, was fehlt? Nitor. Nitor kriegen wir aus Sandstone. Machen wir noch ein bisschen was. So, wir können es uns ja leisten. So, in welches Gerät muss es? In einen Polarizer. Das kriegen wir da hin. So, warte, wie war das? Secondary? Secondary Reception. Ne, warte. Second Output. Habe ich das? Auch? Mensch. Fuel Efficiency. Fuel Content. Ne, habe ich nicht. Machine Secondary Output. Ich meine, es geht. Requires a Hardened Machine. Nee, okay, dann können wir es nicht machen. Na, wir haben Nitor. Nitor. Perfekt. Cry. Was habe ich vorhin eingegeben, dass ich es nicht gefunden habe? So, und dann, wie viel brauchen wir dafür? 500. Nein, ein so ein Ding gibt mir, glaube ich, 250, ne? Ja. Perfekt. Dann reicht das. Machen wir das mal ganz schnell. Schwupp, die Eimer können wir weg hier. 50 Milliarden Eimer. So. Können ja hier nochmal Spaßbeutel. Wow. Der hat sich mehr gelohnt. Oh ja, Enderperlen. Oh, ich hab noch mehr davon. Fuck. Und wir haben wieder einen Haufen Potion. Ja, das. Wir brauchen unbedingt einen Potion Generator. Und wir brauchen noch eine größere Energy. Für Enderium habe ich. Können wir mal bitte eine Dingens davon. Achso. Redstone Conductive Coil. Conductive. Elektrum. Start. Gebe ich ihm das nochmal ganz kurz als Crafting-Konzept, dass er Bescheid weiß. Elektrum. So. Couch. Huch. Damit er das komplette Ding craften kann. Und dann machen wir jetzt einfach mal hier Redstone. Da. Go. Mach mal. Macht er uns jetzt schon mal auf jeden Fall so ein Redstone-Ding. Und dann können wir dann nochmal upgraden und dann machen wir da einen Speicher draus. So. Wir haben das fertig. Das heißt, wir kriegen nochmal 4 leere oder volle? Volle. Wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall hier, kann ich mal ganz kurz zeigen, die sehen so aus. Und die können halt unendlich an Strom leiten. Brauchen wir allerdings im Moment nicht. Das werden wir später an vielleicht ein, zwei Stellen mal kurzzeitig brauchen, aber erstmal weitestgehend nicht. So, das ist das. Ich bin am überlegen, ob ich mich mal an so einem Reaktor versuche, aber da möchte ich eigentlich gerne vielleicht Blackie oder jemanden dabei haben, der es schon mal gemacht hat. Weil ich habe keine Ahnung, wie der Big Reactor funktioniert. Da muss ich mich erst belesen. Das ist der erste Mod in Modpack, von dem ich wirklich noch gar nichts weiß. Aber wir können Tesseract jetzt endlich mal machen. Könnten wir natürlich wesentlich mehr Dinge jetzt verbessern. Tesseract. Wie sieht es eigentlich mit so einem Redstone aus? Was macht er gerade? Ach, er füllt's gerade. Okay. Ja, er füllt gerade das Ding.
Was dauert jetzt in dem Moment? Ja, so, warte mal. Potion Generator. Das Ding da. Habe ich denn überhaupt mal... Mensch, falsch. Invisibility, Slowness. Ah, braucht doch keine Sau. So, das Ding läuft 40 Sekunden und macht... Ach du Scheiße. Wir kriegen sogar eine Waterbottle wieder. Um Gottes Willen. So. Kann man da rein outputten, bitte. Das... Okay. Okay, wir machen folgendes. Wir brauchen einen Export-Pass. Export-Pass. Und dann brauchen wir noch eine Karte. Wo ist es eingeschlagen? Ich habe Federn. Oh, das hat nichts zu sagen. Nee, ich sehe nichts. Okay. Die sind auch alle voll. Sehr gut. Lass mal eine hier, damit ich im Notfall im E-System neu starten kann. Lass das mal hier irgendwo stehen. Da so. was soll ich jetzt machen? Export-Pass und dann brauche ich eine Fuzzy-Card. Fuzzy-Card. Dafür brauchen wir natürlich eine Advanced-Card, also zwei Diamanten brauchen wir dafür, aber ich glaube, ich habe noch eine übrig. Jawohl. Ich habe ja vor einmal diese Acceleration gemacht, einmal. Wir haben aus dem Ding... ich denke mal, wir hätten so rund... Ja... Nochmal, was weiß ich, ein paar tausend mehr gehabt. Also 250.000 aus einer Slowness Potion. Hui! Ne? Hui. Wir upgraden das mal. Energy. Machen wir diesen da. Ups. Das da meine ich. So. Eine Resonant. Die kann 50 Millionen F speichern. Ist schon mal ein wenig mehr. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir haben hier noch Channel. So, Export Pass. Fuzzy Card. Split Damage at Match Any. Gab's nicht NBT Independent? Fuzzy Inverter. Let's Stone Acerine. Ich lass mal Match Any. Mal gucken, was funktioniert. Potion. Können wir irgendwas davon gebrauchen? Mal so. Strength möchte ich mal behalten. Instant Heals kann auch nicht schaden, dass wir die mal behalten und irgendwie in eine Kiste packen oder so. Regen. Die ganzen guten Potion behalten wir mal und den Rest kann weg. So, Water Breathing brauchen wir nicht, Night Vision brauchen wir nicht, Speed brauchen wir auch nicht. Potion, Water Breathing, Invisibility, Instant Damage, ist alles egal. Fire Resistance brauchen wir auch nicht, okay, der Rest kann weg. Ich soll vielleicht noch eine Potion nehmen. Um zu testen, was habe ich? So, das kommt dorthin. Das kommt dorthin. Das kommt dorthin. Sieh das? So, das ist jetzt das eine Ding, was ich reingepackt habe. Dann brauchen wir jetzt nochmal einen Import-Bus. So wie Cable. Damit wir es auch accessen können. Und dann packen wir da jetzt erstmal Wasserflaschen rein. Klappt das? Es scheint mir nicht zu funktionieren. Er packt es auf jeden Fall nicht raus. Das ist blöd. Das ist mal richtig blöd. Ich habe doch gesagt Match Any. Nee. Das ist blöd. Das ME-System hat keine richtige NBT Independent und so weiter. Okay, dann nicht. War eine Idee, hat nicht funktioniert. Ist mir egal. Tschüss.
Ich meine, Importbus könnte man eigentlich da lassen, ne? Importbus mal da. Dass der hier die Wasserflaschen raussammelt. Haben wir? Ja. Und dann machen wir es mal anders. Dann machen wir mal, dann packen wir mal alles wieder rein. So. Und dann brauchen wir mal eine Chest. Sowie eine Item Duct. Wir machen mal eine Impuls, einfach nur weil sie schneller ist. Sowie ein Servo. So, so. Und always active. Und dann brauchen wir jetzt mal Potion. Die da kann ich auch brauchen. Die da, die nicht. Die da, die kann auch weg. Die kann auch weg. Gehen eigentlich Splash Potion? Jawohl. Und nehmen es raus, wunderbar. Jetzt schon mal rein. Dürfte jetzt immer hier wunderbar. Okay, weiter im Programm. Potion. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Du bleibst da. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Du. 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 Und du. So. Das war eine Wasserflasche, glaube ich. Oder? Nee. Okay. So, das heißt, das Ding ist verbraucht. Jetzt kriegen wir da eine Wasserflasche, die dürfte rausgenommen werden und wir dürfen gleich wieder ein neues reinkriegen. Sehr gut. Das heißt, wir füllen jetzt erstmal hier ein bisschen Strom nach. Nebenboy. Das ist sehr gut. Und jetzt will ich nochmal ganz kurz zum Mobfarm gucken. Wir sind über die Folgen schon drüber. Oh mein Gott. Was habe ich denn die Folge alles gemacht, bitte? So. Und zwar, die ganzen Fässer sind schon voll. Die Kiste ist voll. Die Kiste noch nicht ganz. Wir brauchen unbedingt was. Was? Das wollte ich nicht. Ich wollte dahin. Aus dem Bogen kann man nichts machen. Wir könnten Skeleton Skull machen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mit Import- und Exportpass arbeiten. Wir werden hier ein kleines Sub-ME-Netzwerk aufbauen. Mit Tesseract und allem Möglichen, damit wir weiter voranschreiten können in Zukunft. Ich mache jetzt da drin Licht und ich hoffe, dass da nichts spawnen tut. Zumindest nicht am Tag. Dass wenigstens am Tag dort nicht spawnt. Weil alles andere ist mir jetzt erstmal egal. Dass wir wenigstens die Anzahl an Mobs erstmal relativ dezimieren, weil wir haben genug. Und dann werde ich mal gucken. Weil das Problem ist, ich könnte natürlich aus der Kettenrüstung und so weiter Stahl und alles Mögliche machen. Was ich machen werde, ich werde die Goldrüstung nutzen. Ich weiß noch nicht, ob ich die auto-craften kann oder so. Oder ob wir auch eine gedamaged irgendwo reinpacken können. Ne, wir müssen eine ganz haben. Dann müssen wir mal gucken. Gut. Ja, aber das lassen wir uns in der nächsten Folge einfallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bedanke mich dafür, dass ihr so lange durchgehalten habt. 33 Minuten jetzt schon. Wahnsinn. Gut, dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schnauzer. Auf Wiedersehen. Noch einen schönen Tag, noch eine schöne Woche. Ich crafte jetzt ein paar Bögen zusammen. Bis dann. Tschüss. Dispender? Ach, guck mal, ein Tape Measure. Was haben die alles dabei? Jetzt aber wirklich Tschüss. Bevor ich hier noch mehr Dinge finde. Tschüss.